So, ich glaube, jetzt müsste ich wieder da sein. Fragezeichen, Ausrufezeichen. OBS hat gerade kurzzeitig den Geist aufgegeben. Ich hoffe, jetzt funktioniert es wieder ordentlich. Aber zumindest ist es grün und es steht nicht mehr da, dass es abgestürzt ist. Also hoffe ich mal. Ja, okay. Euch auch willkommen zurück oder so. Vielleicht versuche ich das doch nicht hier abzubauen, sondern lasse das einfach mal so bleiben. Hust. Ach verdammt, jetzt haben wir Blaue verloren. Das war doch. Ich wollte doch, dass Blaue mit Grüne zusammenkommt. Folgende Objekte wurden zerstört. Blaue Heilerin. Ja, normalerweise ja. Ich hatte nicht mit dieser drastischen Wendung der Dinge gerechnet. Hust oder so. Das ist jetzt aber doof. Das habe ich jetzt nicht so geplant. Oh nein, du hast eine Meinungsverschiedenheit mit deinem Internet. Das ist aber nicht gut. Also beim Internet, das ist nicht spaßig. Du solltest lieber dem Internet sagen, dass das egal, was sie möchte. Das ist voll okay. Versuchen sie zurückzugewinnen, weil ohne Internet wird es problematisch. Ohne kann man nicht leben. Naja, aber dann macht sie halt noch weniger, was du willst, ne? Und du darfst das Internet nicht erzürnen. Ich glaube, das ist noch viel schlimmer als bei einer Ehefrau, wenn das Internet keinen Bock mehr hat. Ich meine, was machst du dann? Wie willst du dann noch leben? Ach, und ich habe mich gerade gefragt, warum das Bett frei ist. Ah, ja, das ist ein bisschen bitter immer noch. Okay. Hust. Blackjack und Nutten. Ja, das ist potenziell ja. Aber, Rückfrage, ohne Internet, wie willst du den besten Blackjack und die besten Nutten finden? Kannst du mir das mal erklären? Ohne Google Search? Ich glaube nicht, dass das technisch möglich ist. Oder ohne TripAdvisor. Ich meine, du brauchst doch Bewertungen, um zu wissen, ob die Sachen gut sind. Es gibt ein kleines Buch mit interaktiven Bewertungen für Noten? Okay. Ich akzeptiere das jetzt einfach mal so als Information. Ich habe TripAdvisor, natürlich. Es gibt für alles TripAdvisor. Nun gut. Oder ich habe dein Dings gar nicht richtig gelesen. TripAdvisor. Ja, gut. Ja. Aber vielleicht auch gerade das nicht, ne? Wäre das nicht der Sinn der Sache? Wo kriegt man am wenigsten Krankheiten?
Dafür sollte es eine neue Kategorie in TripAdvisor geben. Krankheitsanfälligkeit. Letzte Vorsorgeuntersuchung. Oder solche Sachen. Ich bin mir tatsächlich gar nicht sicher, wie die TripAdvisor-Seiten aufgebaut sind, aber ich bin mir sicher, da kann man sowas einbauen. Okay, okay. Ich glaube, Uluk hat schon seine Prioritäten richtig gesetzt beim Umzug. Sehr gut. Auf alles Wichtige wird geachtet. Vor allem auch nicht genug Blackjack, weil gerade Blackjack braucht man in Unmengen. Weil ein Blackjack reicht nicht. Man braucht mindestens 5. Ja, ja. Ja, alle Hotels bei Uluk in der Gegend werden auch nur stündlich bezahlt. Kennt man ja. Was sagt uns das über dich? Wollen wir das wissen? Was sagt mir das darüber, dass du gerade dabei bist, mich zu stalken? Möchte ich das wissen? Nein, ich möchte das nicht wissen. Ich möchte nicht darüber nachdenken. Wie geht's denn meinem Gefangenen? Nein, nein, das will ich nicht. Was ist denn da? Ach, die Boomratte. Warum ist die denn? Was ist denn passiert? Ach nein, die war da eingeschlossen und ist gestorben. Nein. Okay, das tut mir tatsächlich irgendwie ein bisschen leid. Das ist mir nicht... Ah, 80 Grad. Warm. Leicht warm. Oh, und du bist... Ja, ach komm, beschwer dich nicht. Das ist nur eine Lebensmittelvergiftung. Und das war aber tatsächlich eine sehr traurige Geschichte, die Rimworld da geschrieben hat. Das ist schon irgendwie ein bisschen gemein. Arme kleine Boomratte. Und ja, ich glaube, ich muss der Uni Bescheid sagen, dass da irgendwie so ein komischer Mensch, der nach Blackjack und Nutten sucht, nach meiner Adresse fragen wird. Ich glaube, ich kann es umgehen, von dir gefunden zu werden. Hoffe ich. Oh, die Mütze. Irgendjemand tut was mit der Mütze. Ach, diese unglaublich sinnvolle Mütze. Vielleicht kann ich die irgendwann verkaufen. Vielleicht kriege ich Geld dafür. Dann wäre sie zumindest ein bisschen sinnvoll. Ach ja, komm, jetzt sei hier nicht so, ne? Ich bin voll nett zu dir. Oh. Okay. Ja, dann tschüss. Würde ich sagen. Also es ist lustig, dass er halt auch nicht wegrennt oder so, sondern halt einfach nur wütend in der Gegend rumrennt. Na gut. Ach, Batterien. Schön. Solarzellen? Ja, Solarzellen. Solarzellen sind immer gut. Ach, jetzt ist ihm aufgefallen, dass er ausbrechen kann. Ja, ach komm, lauf doch. Geh doch. Verhungerst und stirbst wahrscheinlich sowieso, weil du nur 1 Meter pro Sekunde gehst. Aber viel Spaß mit deinen 22 Stunden, die du noch zu leben hast. Dann... Ich wünsche dir Glück. 20 Stunden. Na, schaffst du es bis zum Rand der Karte? Vielleicht schafft er das sogar. Na gut. Wenn er meint. Ach, schön.
Und du hast immer noch eine Angst. Lebensmittelvergiftung. Ja, ist okay. Der wird das schon überleben. Na du, 15 Stunden hast du noch. Ja, wobei, das bisschen schafft er in 15 Stunden. Jetzt hat er eine Wundinfektion, das heißt, er wird wahrscheinlich so oder so sterben. Tja. Oh. So ungefähr 20 Meter vom Rand der Karte weg. Das war wohl nix. Scheiße gelaufen. Er hat sich... Oh nein. Das ist jetzt nicht so cool. Ach ja, komm. Gefängnismodus. Obwohl, nein, wenn ich versuche, ihn einzusperren, dann... wenn ich ihn da wirklich einsperre, ist er nicht mehr mein Kolonist. Das ist ein bisschen doof. Ja, trotzdem. Ja, ich weiß. Okay. So, haben wir das geklärt. Du lebst auch noch. So, und jetzt kannst du mal den Typen, den du hier versucht hast, umzubringen. Das war versuchter Mord, mein Freund. Ist dir das bewusst? Ja, kannst du jetzt mal schön versorgen. So. Immer diese Menschen, die sich nicht selbst im Griff haben. Von wegen hier alternativer, ne, Scheiß mit Seelenheil und sonst was. Das war Mord, Freundchen. Ja, und du bist jetzt, ich meine, du bist weggelaufen, das ist jetzt nicht mehr mein Problem. Ist das mein Problem? Nein, ich glaube, es ist nicht mein Problem. Oder? Steht nirgendwo mehr, dass... Na... Sind die sauer, wenn der jetzt stirbt? Kümmert mich das? Ach, den kann ich jetzt eh nicht mehr retten. Schwere Wundinfektion. Oh, hey. Stoff. Cool. Das ist praktisch. Das brauche ich. Ja, ich würde sagen. Inyoba. Adios, mein Freund. Du warst halt nicht so schlau, ne? Und da liegst du nun. Mit deiner schweren Wundinfektion. Von einer Ratte. Und einer Schildkröte. Dahingeschreckt von Kleintieren. Bom, bom. Tja, war halt nicht so schlau. Habe ich ja gesagt. Aber man will ja nicht auf mich hören. Nie hört jemand auf mich. Genau das. Naja. Hat halt Pech gehabt. Vorratskapsel. Mais. Oh, aber sehr weit weg. Wo ist das denn? Ganz da unten. Ah, das lohnt eigentlich gar nicht, dahin zu rennen, oder? Ich meine, ich habe ja eigentlich kein Essensproblem. Apropos Essen. Ich habe Hunger. Ach nein, verdammt, ich muss jetzt noch voll lange warten, bis ich Essen bekomme. Nein. Ja, aber ich muss trotzdem wahrscheinlich gleich los. Ich muss nämlich erstmal noch eine Weile fahren, weil Familienkram. Ich werde nämlich leider doch nicht in meinem Keller mit meinen Leichenteilen kuscheln. Auch wenn ich das gerne würde. Vielleicht mache ich das danach. Aber ja, Familie ruft oder so. Ja, ich würde sagen, wir haben uns bis jetzt eigentlich sogar echt gut geschlagen, so vergleichsweise zu anderen Streams. Ja, ich würde dann nächstes Mal einfach hier weitermachen und mal gucken, ob die Hitze mich noch killen wird oder nicht. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und für die Unterhaltung und so. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Ja, wahrscheinlich, wenn ihr Bock habt. Also morgen gibt es wahrscheinlich einen recht langen Stream, glaube ich. Möglicherweise.
vielleicht sogar irgendwie relativ früh, so um 1 oder so und potenziell relativ lang. Und ja, ich weiß noch nicht genau mit was. Ich hatte erst gedacht Minecraft, aber möglicherweise auch No Man's Sky, weil da jetzt dieser ganze neue Kram rausgekommen ist. Oder vielleicht auch was ganz anderes. Und Uluk sagt schon Horrorstream oder 7 Days to Die von Drag. Mal gucken. Ich werde es mir überlegen. Möglicherweise, vielleicht auch nicht. Wir werden es sehen. Also würde ich sagen, dann bis morgen. Tschüss.